Es wird da online sein. Ja, Mahlzeit. Hingegen, dass wir ja eigentlich heute kein Video machen wollten, zumindest war es so angekündigt, gibt es heute dann doch ein Video, weil sich das mit dem Umziehen bei der dementsprechenden Person kurzfristig verändert hat, beziehungsweise geändert hat, und dass sie also den Termin dann heute verschoben hat, kurzfristig. Nun gut, jetzt musste ich natürlich mir was einfallen lassen, weil ich hatte für heute eigentlich nicht geplant, irgendwas zu essen zu kochen. Aber ich habe mir dann mich kurz entschlossen, ein Geheimrezept oder sagen wir mal ein Geheimrezept, wo nicht weiter sagen, was ich eigentlich von einer geliebten Person, ja, Anja M., du darfst dich sehr wohl angesprochen fühlen, abgeguckt habe und dementsprechend ja, nachkoche heute. Und das natürlich auch für euch dementsprechend einfach mal, ja, zur Verfügung stelle. Es ist also kein herkömmliches Tomatensoße, wie ihr das vielleicht kennt, aus der Tüte hier, einfach nur einen Topf knallen. So einen Scheiß gibt es hier bei uns nicht. Nein, wir machen das besser. So, und dazu schwenke ich jetzt einmal um und zeige euch, was wir dazu alles benötigen. So, ja, das ist ein Toaster. So, wir brauchen dafür einmal frische Tomaten. Dann brauchen wir 2 Pakete passierte Tomaten, möglichst 2 Zwiebeln oder wenn ihr eine größere habt, dann gerne auch eine größere. Fleischwurst, wer mag mit Knoblauch, wer nicht mag ohne Knoblauch. Ich bin aber ein leidenschaftlicher Knoblauchfresser, folgedessen muss das natürlich mit Knoblauch sein. So, ist klar. Spaghetti leuchtet ein. Die Butter, die hier ist, die brauchen wir nachher, weil wir machen so eine Art klassische Mehlschwitze nachher, aber das werdet ihr alles gleich erleben. Und wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle heute, dann klappt das auch und gibt keine Klüppchen. Salz, Pfeffer ist klar, Majoran haben wir hier, Mehl, hoppla, staubt, Zucker und last but not least, Petersilie. Das muss einfach sein. So, und das ist quasi auch schon das Ganze, ja okay, für nachher später, für obendrauf, natürlich auch guten Käse. Der muss einfach da drauf, weil das geht sonst gar nicht anders. So, ja, ich würde sagen, ich habe euch jetzt quasi lang genug auf die Folter gespannt und würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an zu kochen, braten, schneiden, würzen und so weiter und so fort. Damit das Ganze auch, ja, vielleicht auch mal unter einer Stunde wird, weil generell verplemper ich die meiste Zeit beim Kochen eigentlich mit Quatschen mit euch beim Video oder halt mit dem Warten, wenn dann irgendwas kochen muss. Genau, gut. Dann schleppe ich euch jetzt mal rüber in eure Ecke, wo ihr quasi dann wieder so viel wie nichts seht. So, Moment. Einmal hier rüber schleppen. So, Stativ aufgebaut, damit ihr, ja, ich weiß, es ist wackelig. Also brecht mir bitte nicht ins Essen, das wäre übel. So. So, ihr seht also, was ich dann da hinten treibe. Notfalls schreie ich es durch den Raum, damit ihr es also mitbekommt. So, auf geht's. Ja, eigentlich habe ich gar keine Lust zu kochen, aber ich muss ja. Ich habe ja gar keine Wahl. Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Tomatenpassierte, die kriege ich jetzt erstmal hier rüber. Das packe ich auch jetzt erstmal alles hier rüber. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, schmeißen wir jetzt erstmal in die Ecke. So. Damit uns das Zeug, oh, das kann ja stehen bleiben. Damit uns das Zeug quasi nachher nicht im Weg kommt. Wir nehmen einmal ein scharfes Messer und zerlegen damit die Fleischwurst. So. Folien kommen weg, die braucht keiner mehr. So, jetzt kann man sich überlegen, wie man die anschneidet. Jetzt kann man her. Moment. Scheiße, ich muss. Weil ich glaube, dass der mein Stream unterbrochen hat, dieses Kackteil. So. Läuft der noch? Ja, er läuft noch. So. Also, das Ganze sieht dann so aus. Quasi kleine Wurstscheiben, ungleich geschnitten, wie man sieht, weil, ja, es ist halt etwas schwierig. Und wir machen jetzt aus diesen Wurstscheiben schlicht und ergreifend einfach nur kleine Wurststückchen, sprich Würfel auch genannt. Ja, so heißen die Dinger wohl. So, ich hoffe, dass mein Video jetzt noch nicht versaut ist, durch das mein Handy hier leider Gottes einfach mal gemeint hat, es müsse sich abblenden wegen Energiesparmodus. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen viel. Jetzt würde ich mir wünschen, ich hätte nicht so viele Wurstscheiben geschnitten. So, ich schneide das Ganze jetzt einmal dreimal so rum.
und dann so in so kleine Stückchen, damit das Ganze dann nachher in etwa, ja, ich will das mal in die Kamera zeigen, so aussieht. So, ja, also kleine Würfel, die man dann so verschwinden lassen kann. So, das Ganze geht in die Bratpfanne. Keine Sorge, ist ein Tisch von mir, muss ich machen. Weil könnten ja Krümel sein. So, also wie gesagt, die fertigen Wurststücken schmeißen wir dann da rein. Das war für Max. Wenn er denn heute nochmal kommen sollte. Das ist das Einzige, was eigentlich relativ lange dauert, weil alles andere geht gleich total zügig und unkompliziert. Und ich bin Meister im Wurst runterschmeißen. Das ist leider so, weil die doch immer wieder hier an meinem, naja, was soll ich sagen, kleben. So, wenn ich jetzt mir sicher sein könnte, dass dieses Ding auch wirklich aufnimmt. Weil es wäre jetzt echt scheiße, wenn ich jetzt ein Video mache. Was ich habe ja das letzte Video mit dem, lass mich kurz denken, was war das? Mit dem Gehacktes hat er mir auch das Video versaut. Ja. Da hast du dann nur gesehen, die Maschine hat angefangen zu arbeiten und dann stampelt, nur noch Ton und dann haben wir gesehen, wie das Gehacktes fertig war. Also da hat das Teil dazwischen komplett gefehlt. Und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht auch so wäre, weil das wäre echt scheiße, wenn das jetzt versaut werden würde. So, also ich gebe mir jetzt mal Mühe und beeile mich mal. Dafür ist dieses Messer definitiv viel zu groß. Aber nun gut. Man macht ja, was man tut. Ja. Nee, umgekehrt. Man tut, was man kann. So heißt das. Ja, der Max, der feiert schon wieder Fortnite. Wir haben ja nun die Season 5. Ich mache mal Werbung in Max seiner Sache. Mhm. Eure Kids werden wahrscheinlich genauso abgehen. Folgedessen wird euch das vermutlich nicht unbekannt sein. So. Magst du kein Stückchen Wurst? Das ist gut. Das ist lecker. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte mir unbedingt mal einen Weg einfallen lassen, die Videos zu schneiden. Damit dann die User nicht sehen, dass ich so viel Mist quatsche. Beziehungsweise, dass sie nicht so lange warten müssen auf das Endprodukt, weil jeder weiß, wie man Wurst schneidet. Ja, das ist ja das Übel, das ist ein Livestream. Und ein Livestream, wenn ich da Stopp mache, ist der Stream gestoppt und macht beim nächsten Mal starten ein neues Video. Deswegen live. Live heißt immer zum Zeitpunkt des Kochens akut dabei. Ja. Ja. Max! Der Ringel lehrt mich wieder nicht. Weißt du was, ich mache jetzt heute mal ein paar größere Stücke, dann geht das Ganze auch schneller. Gut, sag ich, ich bin Meister im Wurst runterschmeißen. So, das mache ich aber, bevor ich hier fertig mache, erstmal einen Kontrollgang. Da der Max ja wieder meint, er muss mich nicht hören. Bring mir mal bitte mein iPad. Aber weißt du was? Bring mir mal bitte mein iPad, sofort. Erste Runde, epischer Sieg mit 5 Kills. Ja, das wollen die Leute aber, glaube ich, jetzt nicht wissen. Doch. Jetzt gib Gas, bring mal ein iPad. Ich muss mal was kontrollieren, ob das hier nicht abgekackt ist. Das macht er immer, wenn ich... Dankeschön. Weil ich muss jetzt mal eben selber ganz kurz... Also ich mache mal jetzt eine kurze Unterbrechung. Gewöhnt euch also gar nicht erst dran. Wo ist denn jetzt dieses Twitch, ey? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, das Gehacktes war das gleiche. Ich habe angefangen, ich habe das Video Ihnen angeguckt, denke, Dankeschön auch. So, er sagt zwar, ich bin live, er sagt mir nur nicht, was hier gerade passiert. Achtung, es könnte jetzt eine Rückkopplung geben. Von jeher beschränkt er sich auf zwei Menschen. Ja, Werbung von Twitch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Komm, Werbung weg. Okay, es läuft also synchron. Mal sehen.
nicht. Das ist zeitversetzt. Erst das Bild, dann das Tor, richtig? Hallo? Ich sage jetzt Hallo. Ja, mal sehen. Pass auf. Ich stehe da und sage Hallo. Und das kommt. Pass auf. Hallo. Ich sage jetzt Hallo. Okay, ist super. Alles klar. Gut. Wir können das Video fortsetzen. Es ist also nicht versaut. Und das ist schon mal positiv. Bedeutet also, ich muss mir keine weiteren Sorgen um mein Video machen. Weil es gibt nichts schlimmer wie solche Anfängerfehler, wenn so ein blödes Handy meint, es muss einfach abschalten. Das ist ja eh bei Löwenzahn. Ja, auch wenn ich schon in meinen Videos gesagt habe, von wegen Löwenzahn einfach abschalten. Aber das war dann auch nur für gewisse Personen gedacht und nicht für meine Zuschauer natürlich. Und meine Zuschauer, die sollen natürlich nicht abschalten. Ach, jetzt habe ich vergessen, dem Bub zu sagen, der soll die Wurstchen mitnehmen. Der kommt bestimmt gleich mal wieder. So, jetzt haben wir es gleich geschafft mit der Wurst. Ich nehme schon extra mal zwei Scheiben, damit das Ganze also auch nicht so lange dauert. Dann werden die Wurststücken halt mal ein bisschen größer. Ist ja nicht so schlimm. So. Zack, zack. Oh, ist das ätzend. So, und du darfst leider die Gelegenheit nutzen. Du musst einen Kaffee machen, wenn ich den Leuten nur das Zeug erzähle. So. So. Komm, ey. Zwei Stücken. Max? Max? Ha? Ich hab ganz was vergessen. Nee, oder? Warte. Läuft das ja noch. Ja, sicher, du hast zwei Zuschauer. Das ist schön. Entschuldigung. Habe ich vergessen, das ist mir jetzt in der Eile runtergefallen. Ja, meine Zuschauer werden bestimmt denken, was ist mit dem denn heute los? Der ist ja mal völlig daneben. Der schmeißt hier alles um, der... So, nein, wie gesagt, das Ganze kommt dann jetzt hier rein. So, und wie ihr seht, ich habe es geschafft, diesen Wurstberg zu bewältigen. So. Was ich ja meistens in meinen Videos immer nicht zeige, beziehungsweise in meinen Videos immer natürlich nicht mit veröffentliche, ist, das steht immer meistens nie da, aber ihr wisst, dass ich das nehme. Und dazu gehen wir jetzt quasi her, machen da einen ganz kleinen Spritzer von dem Zeug rein. So, jetzt darfst du wieder gehen. Tschüss. So, und damit noch nicht genug. Jetzt muss ich mal eben schauen, sieht man das? Ja, man sieht das. So, jetzt gehe ich eben noch kurzweilig her und mache den Zwiebeln hier den Kopf kürzer, weil auch die müssen jetzt mit in die, wie heißt das, die Bratpfanne. Genau, danke schön. Ja, bei manchen Videos habe ich doch so meine Probleme. Das liegt aber daran, weil ich wahrscheinlich noch nicht so der Experte bin und da mehr oder weniger doch immer noch leicht nervös bin. Ich lasse die Zwiebel ganz. Ihr dürft das natürlich nicht tun, außer ihr besitzt eine Küchenmaschine und seid so faul wie ich. Weil bevor mir hier die Tränen kommen und ich hier in Depressionen noch gerate, haue ich das Ganze natürlich logischerweise einfach nur in meine Küchenmaschine. Um dem Ganzen dann vorzubeugen. Nachher denkt ihr euch noch, was ist mit dem, dann ist der depressiv. Dem stehen ja vor die Tränen in den Augen. Nein, das kommt von den Zwiebeln. Nicht? Und damit mir genau das nicht passiert. Nein, ist Blödsinn. Alles nur Spaß, Leute. Ich will wieder das eine oder das andere. Vielleicht heute ein bisschen daneben, aber schon gut. Wie gesagt, ich mache das hier, spüle die ab, weil da ist immer so eine blöde, dünne Schale drauf und dann ist die Zwiebel immer so allglatt und das mag ich nicht. So, jetzt nochmal ganz kurze Kontrolle schieben. Ja, ihr seht, was ich mit meiner Küchenmaschine jetzt anstelle. So, ich gehe nämlich jetzt her. Den Zucker, den brauchen wir nachher erst. Ich
gehe nämlich jetzt her und schmeiße die Zwiebeln ganz am Stück da rein und mache aus diesen Zwiebeln kleine Würfel. Meine Maschine kann passieren. Voilà. Fertig. So. So sieht das Ganze dann letzten Endes aus. Genau. Kleine, feine Würfel. Und das Ganze ohne Tränen in den Augen. Ich vermute, die Tränen in den Augen werden gleich beim Kochen wiederkommen, wie letztens. Kannst du dich erinnern? Da haben wir dann hier gesessen und die Zwiebel haben so schön vor sich hingeköchelt. Und wir haben nur da gesessen und Kaffee getrunken. Und sind quasi die Tränen in den Augen gestanden von diesen tollen Zwiebeln. So, den Rest den spüle ich jetzt aus, weil man braucht ja nicht alles. Also das, was jetzt hier dran ist. Man muss ja nicht kleinlich sein. So. Die Maschine spüle ich jetzt im Übrigen nur grob aus. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich brauche die gleich nochmal, aber das werdet ihr dann gleich sehen, wenn es dann soweit ist. So. Perfekt. Sofort für den nächsten Einsatz zu gebrauchen. Geht aber da rein. So. Ja, jetzt kommen wir zur eigentlichen Arbeit. Und zwar müsst ihr jetzt dann wieder in den Topf schauen. Da. Da wird jetzt das, was jetzt hier steht, quasi angebraten. Zack. Ruhig auch auf volle Touren, alles ist gut und dann verteilen wir gleich hier die Wurst, die Zwiebeln und die Margarine so ein bisschen in der Pfanne, damit das Ganze auch gleich schön braun anbrät. So, in der Zwischenzeit kann ich eigentlich, ich mache mich heute mal ein bisschen schneller nützlich, wie ich das sonst für gewöhnlich tue, weil ich sonst mehr quatsche und da habe ich aber auch mehr Zeit. Heute muss ich mich ein bisschen beeilen, weil zum einen, ich darf gar nicht auf den Wecker gucken, wie spät wir es eigentlich haben. Und zum anderen, eigentlich dauert der ganze Kochprozess nicht so ewig, wie ich ihn immer hinausziehe. Ich habe mir angeguckt, das eine Video, ein relativ schnelles Video, hat fast 50 Minuten gebraucht für ein Essen, was eigentlich eine halbe Stunde erledigt gewesen wäre. Die meiste Zeit davon habe ich natürlich dummes Zeug gequatscht. Ist ja klar. Ne? Aber ich versuche halt eben, meinen Zuschauern so gut es geht zu erklären, was ich denn hier für ein dummes Zeug anstelle. Weil letzten Endes sollen sie das ja auch nachkochen können und bei Gefallen natürlich auch mit dummem Zeug quatschen. So, den Müll, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der kommt da unten rein. So, und da ich sowieso einmal dabei bin, spüle ich das gleich ab. Mach meine Sepions einmal raus. Zack, grob abgespült, weil wie gesagt, das brauchen wir gleich nachher wieder nochmal. Ansonsten wird es später richtig abgespült. So, mal eben, zack. Alles ist gut, alles ist toll. So, mal eben kurz schauen, es geht langsam rund. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Spruch, den ich normalerweise sonst immer drücke, aber den spare ich mir jetzt einfach mal, weil das ist ein Kochvideo und kein Spaßvideo. Dann wäre das auch nicht jugendfrei. So, jetzt benötigen wir, ich weiß, der Topf ist überdimensioniert, und zwar einen großen Topf. Könnt ihr ihn sehen? Jawohl. Hoppla, warum ist denn meine Bratpfanne heute so schief? So, in diesem Topf geben wir jetzt, wo ist es denn? Da hinten steht's. Die passierten Tomaten rein. Und zwar schneiden wir dazu einfach nur mit der Schere das Ganze auf und gießen das in den Topf. Zack. Das ist eigentlich schon passierte Tomaten, aber naja, ich mag es dann halt doch lieber eigentlich mit frischen Tomaten. Aber da das Ganze heute schnell gehen muss, mache ich es ausnahmsweise so. So. Zumal es kommen ja noch drei Tomaten
Also drei frische Tomaten hinzu. Und das Ganze dann schön ausspülen. So, dann gießen wir das wieder da rein. So, das kann im Müll, das brauchen wir auch nicht mehr. Thema vom Dasch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Jetzt muss ich euch, glaube ich, nach oben kurbeln. Weil ich ja weiß. So. Einmal Kontrolle schieben. Ja, das Ladekabel ist heute ein bisschen echt bescheuert. Die ganze Sache hier. So, kann man hier nicht hier auch noch vorbeigehen. So. Genau. Jetzt tun wir hier zwischendurch ein bisschen rühren, weil die Wurst soll ja auch braun werden und die Zwiebeln ebenso. So. So, und dann gehe ich zum Beispiel her und nehme meine frischen Tomaten und haue die jetzt ebenso in die Maschine und mache aus der Tomate das gleiche, was wir da jetzt drin haben. Nur halt mit Stückchen und frisch. Da sieht das Ganze nämlich so aus. Frische Tomaten in Stücken. So, und das Ganze geben wir dann auch noch da hinzu. Zack. So, jetzt muss ich mir aber mal eben kurz das Ding hier bohren. So, das Ganze geben wir dann dazu. Und dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Seht ihr? Lecker, oder? Sag ich doch. So. Jetzt hier zwischendurch mal wieder ein bisschen rühren, dass die Wurst auch gleichmäßig von allen Seiten braun wird. Oder zumindest annähernd gleichmäßig. Und derweil spüle ich jetzt mal eben die Maschinen-Dings hier wieder aus. Weil vielleicht weiß es nicht jeder von euch, aber ich denke schon die meisten wohl. Tomate macht alles Weiße rot. Und das ist ein Zustand, den ich eigentlich überhaupt nicht mag. Man sieht zum Beispiel meine Durchschläge, wie heißt die Dinger? Ich komme nicht drauf. Diese Maßbrecher, auch die haben Kontakt mit Tomate gehabt. Und ich habe dem nicht gleich was beigemessen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, was kann da schon passieren, Schlimmes. Und als sie dann aus dem Geschirrspüler wieder rauskamen, waren sie vorher rot und sahen aus, als hätten sie 5 Stunden in der Sonne gelegen. So. Deswegen immer sofort wieder ausspülen und auch richtig sauber machen, damit auch bloß keine Tomatenrückstände bzw. keine Tomatensäure an den weißen Sachen verbleibt. Das Ganze mache ich gleich nachher eben noch mit Spüli, jetzt aber keine Zeit dafür. Folgedessen auf die Schnelle eben abgespült, damit kein Tomatensäure dran bleibt. Zack, das reicht jetzt erstmal, damit es keine verschiedenen Farben gibt. So, ich merke schon, das geht schon wieder los. Die Zwiebeln fangen schon wieder an zu beißen, obwohl niemand was denn getan hat. Ey, so eine freche Zwiebel, oder? Mann. Also müsst ihr euch vorhin acht nehmen, ja? Also guckt im Laden am besten direkt auf das Etikett, ob die Zwiebeln nicht frech sind und ob die auch nicht beißen, weil die hier, die sind total frech. Die beißen mich in die Augen wie verrückt. Aber ich bin ja noch ein klein wenig geschützt, weil ich habe ja noch Röhrengläser auf. So. Seht ihr mich noch? Ja. So. Seht ihr, die Wurst fängt langsam an, schön auszusehen und sich leicht zu bräunen. So eine gewisse Sonnenbräune bei den Temperaturen draußen kann auch die Wurst vertragen. Nein, das muss sein. So, derweil können wir die Tomatensoße schon mal anstellen. Die kann also schon mal kochen. So, und jetzt geht es nämlich dann los. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Was habe ich die überhaupt rausgeholt? Die brauche ich gleich für was anderes. Also muss ich
Oh, shit, Frau Schmidt. Der Kühlschrank ist zu klein. Ich brauche was Größeres. So, hier wieder gelegentlich rühren, damit das die Wurst auch nicht anbrennt. Wer mag, darf also durchaus an die Wurst jetzt schon ein wenig Petersilie geben. Das schadet überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das schmeckt sogar sehr lecker. So. Dann sieht das auch sehr, sehr appetitlich und lecker schon in der Pfanne beim Braten aus. Könnt ihr das sehen? Kurzer Blick. Ah, ändert nicht viel. Gut. So, ich werde mir jetzt einen kleinen Topf schnappen. Okay, ich schnappe mir diesen kleinen Topf nicht. Der ist mir dann doch eine Nummer zu klein. Ich nehme einen größeren, der ist gut. So. Dort packe ich jetzt, ich mache das jetzt mal so. Also von dieser Butter hier, da packe ich mir jetzt hier so ein Eckchen raus. Auch wenn es schwierig rausgeht, aber es kommt. Ah, ruhig mal noch ein Stückchen mehr. Es darf ruhig ein bisschen mehr Butter sein, wie zu wenig. Also ich sag mal, ich nehme einfach mal so eine Hälfte hier. So. Denn jetzt kommt gleich die eigentliche Mehlschwitze. Allerdings muss ich mit der noch etwas warten. Weil die Tomatensoße da hinten, die tut ja noch gar nicht kochen. So, unsere Würstchen hier vorne sehr wohl. So, dann dürft ihr Majoran, kennt ihr wahrscheinlich alle. Sieht dann so aus. Sieht man es? Riecht total lecker. Dann kommt hier Majoran dran. Also ich mache das, wie gesagt, immer frei Schnauze. Weil ich habe es nicht so mit der Menge, deswegen kommt das Ganze so. So, jetzt muss ich aber gleich mal hier ganz kurz ein bisschen verrühren. Kommt nicht auf die Gedanken und macht Oregano dran, weil dann schmeckt das Ganze nämlich nachher eher wie eine Pizza, statt nach einer guten Tomatensoße. So, wie man sehen kann, die Zwiebeln und die Wurst sehen doch schon sehr gut aus. Das kann schon fast so bleiben. Derweil tue ich schon mal die Margarine hier schmelzen lassen etwas, aber nur ganz langsam. Ist ja keine Margarine, ist Butter. Ich erzähle schon wieder Quatsch hier. Also hört nicht auf das, was ich euch gerade gesagt habe, nein. Und der Bengel hat vielleicht auch viel Quatsch beim Kochen. So. Ja, die Wurst, die kann schon fast aus. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ich mach mal, was habe ich schon an? Ja. Die Wurst sieht also schon sehr gut aus. Und die kann eigentlich auch schon aus. Weißt du was? Dann mache ich das Ganze jetzt anders. Ich mache den hinteren aus. Und nehme dann gleich, weil hier bin ich jetzt fertig mit der Wurst. So sieht die Wurst dann im fertigen Zustand aus. Bedeutet, ihr dürft die Wurst, wenn ihr möchtet, gerne noch dunkler braten. Ihr könnt sie aber auch so lassen. Das bleibt eure eigene Entscheidung. Ich mag es nicht zu dunkel, weil das muss dann auch nicht sein. So, derweil packe ich dann das hier drauf, weil die Wurst ist für mich jetzt so in dem Sinne fertig und durch die Resthitze, die hier hinten von der Tomatensoße war, brät die ja auch noch ein wenig nach. So. Ich koche uns einen Kaffee. Das willst du überhaupt nicht. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt möchte man am besten nicht daneben kippen, aber bei meinem Glück kippe ich wieder alles daneben. So, selbst die Tomatensoße kocht schon auf. Das geht aber fix hier vorne.
So, das Ganze, das muss auch aufkochen. Jetzt wäre es natürlich von Vorteil, wenn meine Butter hier hinten mal etwas schneller schmelzen würde. Und ich glaube, das sieht aus, als wenn es noch gar nicht genug wäre, verflixt. Ich glaube, ich mache da gleich noch ein bisschen was an. Weil, ist zu wenig. Ist zu wenig. Weißt du was? Komm, Arschlecken, ich habe eh eine neue Butter, wo ich die hingepackt habe. Ich nehme das ganze bisschen Butter. Also Leute, ich mache jetzt hier noch die Butter dran. Was jetzt hier dran war, so. Und das kommt dann in den Geschirrspüler. Ab dafür. Tschüss, mach's gut und komm schnell wieder. So. Die Tomatensoße, wenn die gleich anfängt zu kochen, müssen wir natürlich dementsprechend auch abschmecken, wie die sich so vom Geschmack gibt. Und das machen wir jetzt gleich. Einmal ganz kurz kosten, weil Tomatensoße hat eigentlich immer eine natürliche Säure und die in den abgepackten Päckchen sowieso umso mehr. Schmeckt schön erfrischend, aber es ist eine gewisse, obwohl, ich nehme den, der geht schneller. So, jetzt mache ich erstmal ein circa halben Teelöffel Salz. Pi mal Daumen. Erstmal. Zack. So. Das ist nur so eine, weil das müsst ihr wirklich abschmecken. Das soll also nicht zu salzig sein. Das darf nicht zu pfeffrig sein. Das muss also genauso perfekt, exakt gut sein. So. Dann Pfeffer. Nehmen wir auf. Da. Pfeffer. So, das soll auch schon genügen. Natürlich wieder rührt. Oh, das kann ich da hießen. Juhu. So, jetzt probieren wir das Ganze. Wie das Ganze jetzt so ist. Ja, das sieht schon gut aus. Und damit das Ganze jetzt auch nicht mehr so lauer ist, nehmen wir jetzt Zucker. Und dann machen wir ein kleines bisschen von. Auch hier nicht zu viel, weil es soll ja auch nicht süß schmecken. Aber so dieses leicht saure mit dem Süßen, das verbindet sich eigentlich recht gut und schmeckt dann gleich zusammen mit unserer Mehlschwitze, die dann gleich eine wird. Einfach nur fantastisch. Mann, warum der Mist so heiß sein muss. Lassen wir so. Vielleicht noch ein klein bisschen Salz. Ein ganz kleines bisschen. Zack. So. Kochen ist eine anstrengende Sache für mich. Ist einfach so. Oh, bin ich blöd. Ich hab gedacht, ich hätte keinen Zucker mehr, deswegen habe ich ein neues Paket rausgeholt. Ich habe doch hier noch, ich habe noch ein zweites Paket da oben stehen. Blöd muss der Mensch sein. Egal, habe ich zwei oben. Macht nichts. So, zwischendurch mal schnell noch unseren Kaffee fertig rühren, weil auch der kann. Oh, Schwitze. So. Wenn das Ganze jetzt hier so richtig kocht, gelegentlich umrühren, sonst brennt uns nämlich der Tomatenmark bzw. unsere frischen Tomatenstückchen dann hier auch dementsprechend an und das wäre nicht so toll. Ihr könnt und dürft, wenn ihr keinen Bock auf Tomaten schneiden habt, natürlich auch Pizzatomatenstückchen fix und fertig aus der Dose nehmen. Ich nehme lieber die frischen Tomaten. Jetzt hätte ich mal den Kaffee da reingehauen. Ich nehme lieber die frischen Tomaten aus dem einfachen Grunde. Dann schmeckt das Ganze aromatischer und irgendwo auch frischer. Nicht die einen. So, 1, 2, 3. Ne, die Finger. Zack. So. Jetzt quant hier natürlich. Jetzt könnte ich meine Dunstabzugshaube anmachen, aber dann hört ihr wahrscheinlich nichts mehr von dem, was ich hier quatsch. Folgedessen fahre ich das jetzt runter, weil das darf nicht mehr so viel kochen.
Aber unsere Margarine da hinten, beziehungsweise unsere Butter, die könnte mal ein bisschen zügiger gehen. So. Habe ich kein offenes Mehl mehr? Hier sind noch ein zweites Mehl aufmacht. Weil ich schon die zwei Zucker aufmache. So. Die Mehlschwitze ist immer so eine Sache. Margarine mal nicht. Also bislang sind wir noch nie misslungen, aber man weiß ja nie. So, ihr seht also quasi da, die Butter fängt an zu zerlaufen. Und ab einer bestimmten Konsistenz der Butter gieße ich dann gleich einfach nur mit dem Schneebesen zusammen. Da unten. Einfach nur, ja, Mehl dazu, dass das Ganze gleich eine Mehlschwitze wird, weil die gießen wir dann nachher hier in den Topf. Könnt ihr noch sehen, was ich treibe? Ja, ich muss Brille aufsetzen, dann sehe ich es besser. Genau. So, ich mache die Margarine jetzt eigentlich auch schon aus. Margarine, was laber ich? Butter. Verbessert mich doch mal einer hier. So, und streue dort jetzt gleich Mehl hinein. Und immer rühren, Leute. Sonst habt ihr nämlich ein Problem. Da gibt es nämlich Klumpen und die wollen wir nicht. Die müssen wir vermeiden. Und auch nicht zu viel Mehl auf einmal. Sonst habt ihr auch wieder Klumpen und die gilt es natürlich zu vermeiden. So, eine schöne Mehlschwitze ohne Klumpen. So. Obwohl, ich mache noch ein ganz klein bisschen, einen ganz kleinen Packen Mehl dran. Dass das Ganze gleich schön bindet. Immer rühren, immer rühren, immer rühren. So sieht das bis jetzt aus. Ja, schön rühren und dabei ein bisschen auf der Flamme lassen. Wie gesagt, das Ganze soll nachher unsere Tomatensoße binden und cremig machen. So, und ich denke, das ist gut so von der Konsistenz. Und das gießen wir dann jetzt quasi einfach hier in unsere Tomate rein. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich kann hier nicht rühren und da gleichzeitig rauskratzen. Also schneller sein. So. So. Und dann wird aus unserer Tomatensoße nämlich eine schöne, cremige, leicht angedickte Tomatensoße, die also dann wunderbar gleich schmecken wird. So. Und wenn ihr das alles soweit fertig habt, dann kommt unsere Wurst ins Spiel. Seht ihr das? Ja. Weil dann nehmen wir die ganze Wurst mit den Zwiebeln und der Petersilie und gießen das quasi einfach nur hier rein. So, bisschen auskratzen. Zack. Das Wasser rein. So. Und dann heben wir das Ganze hier einfach so ein bisschen unter, beziehungsweise tun das Ganze dann hier einfach einrühren. Und damit ist unsere Soße eigentlich auch schon fertig. Und das ist eigentlich schon so ziemlich das ganze Rezept. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch schnell Nudeln kochen. Und damit wäre dann unser Essen fertig. So, dazu nehme ich jetzt das hier rüber. Schiebe den kleinen Topf hier hin und nehme mir jetzt einfach nur ein Nudeltopf. Ich gehe raus, es geht schneller.
So. Da kommt unser heißes Wasser. Ha, was in der Tat richtig heiß ist. Das lassen wir jetzt schnell aufkochen. So, machen wie gewöhnlich. Natürlich 2 Löffel Salz an die Nudeln. 1, 2, Thema durch. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass wir die Nudeln kochen können, aber das andere kann ja bald schon wieder weggefallen werden. Ich schwitze. So, da machen wir jetzt den Deckel drauf, damit das nicht kalt wird, aber das wird auch so nicht kalt. Nee, der passt hier nicht. Hä? Wo habe ich denn den Deckel? Habe ich den Schrank liegen lassen. So, Deckel drauf, dann geht es nämlich schneller. In der Fall räume ich jetzt hier schon mal wieder meinen Kram weg. Weil das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Das Messer brauche ich auch nicht mehr. Das kann dann gleich in den Geschirrspüler und steht somit nicht mehr im Wege. Das ist, ja, das kommt gleich alles weg. Das packe ich jetzt rüber. Zack. Das Wasser ein bisschen abputzen hier. So. Damit das auch gar nicht erst festpackt. So. Zack. So, wenigstens erstmal grob drüber putzen. Damit wir. So. Gut. So. Das hätten wir. Ja, wie man Nudeln kocht, wisst ihr ja wahrscheinlich alle selber. Den ganzen Quatsch, den packe ich gleich weg. Das ist nicht tragisch. Oh, der kann ja auch wieder lange, ey. Oh, Mann, der will ja fertig mitkommen, der kann noch nicht fertig. Ja, ist doch so. So. Jetzt haben wir alles fertig. Dann gießen wir jetzt gleich hier unsere 500 Gramm Nudeln da rein. Salz, Pfeffer und Petersilie weg. Und wird auch nicht mehr benötigt. Hier ist so voll dieser Schrank. Hey Leute, irgendwann machen wir mal eine Schranktour. Damit ihr mal seht, was da für Gewürze drinnen lauern. Ich glaube, keine normale Mittel so viele Gewürze wie ich im Schrank. So, haben wir das jetzt alles? Kaffee ist unterwegs, das ist auch da. Die Soße ist fertig. Oh, die riecht gut. So, wir haben heute Buitonis. Die müssen 8 Minuten, sagt der Hersteller. Und daran würde ich mich auch bei Buitonis halten, weil wenn da drauf steht 8 Minuten, dann sind die auch nach 8 Minuten fertig. So, und ich mache jetzt eine ganz kurze Pause, bis das Wasser kocht.
So, ja. Unser Nudelwasser kocht. Wir gehen her. Ja, wo ich Honig in die Tüten etwas härter. Zack. Und dann hauen wir die Nudeln da dran. Boah, ist hier eine Hitze in den Schuppen. Und dann machen wir die Nudeln. Versuchen wir dann die Nudeln in den Topf zu biegen. Was sich heute irgendwie total schwierig gestaltet. Warum auch immer. Und von da an, wenn alle Spaghettis brav im Topf verschwunden sind, dann stellen wir erst 8 Minuten ein. So. Boah, ist das hier warm. Tolle Wurst. So. Wie ihr seht, wollen die Spaghetti nicht so, wie ich das will, aber ich gewinne ja letzten Endes doch. So. Salz haben wir an den Spaghetti, ist Wasser dran. Die Nudeln sind alle im Topf und bleiben jetzt erstmal eine Minute so dort und dann werden sie gleich einmal verrührt, damit sie nicht zusammenkleben. So, und solange wie das passiert, rauche ich derweil eine Zigarette. Bis gleich. So, wie gesagt, jetzt die Nudeln, weil ich merke das nämlich gerade hier im Topf, die werden ziemlich fest und fangen an zusammen zu backen und genau das soll nicht passieren. Oh, ich habe vergessen meine Zeit einzustellen, Leute, warum sagt ihr denn nichts? Da ich jetzt wahrscheinlich mindestens eine Minute gewartet habe, mache ich jetzt 7 Minuten und probiere gleich nach Ablauf der 7 Minuten und ich denke dann sollten die Spaghetti à la Buettoni auch gut sein. Ja, okay. Ihr seht, die Dinger kochen. Bei gelegentlichen Umrühren ab und zu innerhalb der 7 Minuten, dann passiert auch nichts. Und auch ruhig bis unten auf den Boden kratzen, weil die Nudeln sonst gerne auf dem Boden anbrennen.
So, jetzt geht's weiter. Ich wasche mir jetzt eben kurz noch die Hände, weil ich habe gerade eben kurz so lange eine geraucht. Und das ist einfach erforderlich. So, wir haben jetzt noch circa 3 Minuten, bis unsere Nudeln dann dementsprechend doch endlich mal fertig sind, oder? Und wie gesagt, immer zwischendurch rühren, damit die nachher nicht zu einem Ding quasi zusammenkleben. Habe ich auch schon gehabt. Also das passiert selbst mir ab und an, wenn ich jetzt beim Kochen quasi mal nicht aufpasse und ein bisschen zu spät rühre, dann hat man da so 4, 5, 6 bis 10 oder auch mehr Nudeln, die zu einem Paket zusammengebacken sind. Und das ist dann nicht so toll. Rein technisch kann der erste Teller schon fertig gemacht werden. Willst du bitte, denk an Kamera. Kann ich ein Stück von meinem Donut? Was? Von deinem was? Donut. Was ist das denn? Donut. Nee, jetzt nicht, Max. Okay. Also jetzt muss ich ausnahmsweise mal Nein sagen, weil ich nicht, weil ich sie nicht könne, sondern weil wir jetzt gleich essen werden. So, Süßigkeiten kannst du nach dem Essen haben, aber nicht vor dem Essen. Seht ihr doch alle so, oder? Waren wir nicht alle mal Kinder? Dann haben wir mal diesen Spruch gehasst. Nein, nach dem Essen kannst du Süßes haben, nicht vor dem Essen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin genauso so ein komisches Elternteil. Aber auch nur, weil man will, dass die Kids halt das gut gekochte essen. Dementsprechend essen. Und das Essen, was wir heute zum Beispiel machen, wie gesagt, das ist ein Wunsch von Maximilian, weil der hat, also ich habe dann da vorhin, nachdem wir dann mitbekommen haben, dass der Umzug heute nicht stattfindet, haben wir dann überlegt, was kochen wir? Und Max sagt dann, Tomatensoße. Ja, okay, alles klar. Wenn Max Tomatensoße sagt, dann brauche ich nicht lange Rätsel raten, was er meint, weil bei uns gibt es nur diese eine Tomatensoße. Also nichts Miracle Whip aus der Tüte vom Maggi oder so ein Scheiß. Das kommt bei mir nicht in die Tüte. Wenn, dann wird das herkömmlich und auf die klassische Weise gekocht, wie es sein muss. So. Ja, die Nudeln sehen gut aus. Die sagen mir jetzt noch eine Minute. Wenn ich hier mit meinem Griff hier, wie heißt das, da reingehe, dann merke ich, dass die eigentlich schon gut sind. Jetzt schnappe ich mir ein paar, wie ihr seht, und schmeiße die jetzt einfach hier rein. Und probiere die. Ja, perfekt. Eine Spaghetti muss al dente sein, bissfest. Und nicht matschig. So, wie ihr seht, oder auch nicht, es bleiben doch immer wieder ab und an die eine oder andere Nudel, die dann meint, die müsse mich ärgern, weil sie dann da unten festgehangen ist. Nein, die ist nicht angekocht, keine Sorge. Das war wahrscheinlich eine mit der ersten Nudel, die quasi dann dementsprechend unten lag und Bodenkontakt hatte. So, jetzt schleifen wir das Ganze noch fachmännisch ab. Schön abschleifen. Nehmt bitte dazu nicht wie ich kaltes Wasser, sondern nehmt dazu heißes Wasser. So. Damit sind unsere Spaghettis und unser Essen fertig. Und ich serviere jetzt den ersten Teller, damit ihr dann quasi letzten Endes seht, wie lecker ist das eigentlich, was er dort gemacht hat. Weil ihr wisst, es gibt immer ein, ja, von dem fertigen Essen ein letztes Bild. So, ich nehme jetzt mir also hier so ein paar Nudeln. Hau die hier auf den Teller. So. Dann nehme ich unsere gute Tomatensoße. Heiß. Die schnappe ich mir und nehme die natürlich jetzt auch mit hier rüber. Den Topf, den stelle ich jetzt mal hierher. Rühre das Ganze einmal noch ein bisschen runter, weil die Oberfläche doch schon etwas abgekühlt ist. So, gebe dann einfach was von der guten Tomatensoße drauf. Also jetzt muss ich gucken, wo ist die richtige Öffnung. Da. So. Jetzt kommt ihr wie gewohnt, natürlich. Wie sollte es anders sein? Ich nehme euch jetzt hier oben runter und zeige euch natürlich,
die fertige Tomatensoße. Voilà, und so sieht sie aus. Es darf gegessen werden. Ich wünsche guten Appetit. Okay. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, bei Twitch ein Follow, bei YouTube ein Abo. Und dann verpasst ihr also auch quasi keins unserer neuen Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, der nächsten Mahlzeit, bei Morgen. Morgen gibt es nämlich auch wieder ein Leckerchen, und zwar Rouladen, Rinderrouladen. Richtig geil. Also, bleibt dran. Ciao.